Anastasia, Band 2. Die klingenden Zedern Russlands. Kapitel 26. Scheinmenschen. Ich spreche aber von echten Menschen, wie es zum Beispiel diese beiden Mädchen da sind. Schauen Sie! Ich wies auf zwei junge Frauen, die in 5 oder 6 Metern Entfernung von der Bank standen. Der Alte betrachtete sie aufmerksam und sagte: »Ich denke, die eine ist nicht echt, die, die raucht.« »Was meinen Sie damit? Nicht echt? Ich kann ja mal zu ihr hingehen und ihr in den Hintern treten. Da werden Sie schon hören, wie sie flucht und kreischt. Ganz echt.« »Sieh mal, Wladimir, wir haben hier lediglich eine Gestalt vor uns, die durch die technokratische Lebensauffassung geprägt ist. Schau nur mal genau hin. Das Mädchen trägt unbequeme Schuhe mit hohen Absätzen. Sie sind ihr nicht einmal groß genug. Sie trägt diese Schuhe, weil jemand anders ihr diktiert, welche Art von Schuhen sie jetzt tragen sollte. Sie hat einen kurzen Rock aus Kunstleder an. Diesen Stoff verträgt der Körper nicht gut, aber sie trägt ihn dennoch und fügt sich somit in eine vorgefertigte Rolle. Schau sie dir an, mit ihrer aufdringlichen Schminke und ihrem arroganten Gehabe. Sie macht einen unabhängigen, emanzipierten Eindruck, aber das ist nur äußerlich. Und all diese Äußerlichkeiten haben nichts mit ihrem wahren Wesen zu tun. Ihre von fremden Gedankenformen bestimmte äußere Hülle hat ihr eigenes Wesen verdrängt. Ihre Gestalt ist daher illusorisch, denn sie ist seelenlos und verdeckt ihre lebendige Seele. Ihre Seele ist gefangen in dieser äußeren Gestalt. Da kann man noch so manches reden über die Seele, ihre Gefangenschaft und irgendein Diktat, dem sie unterworfen sein soll. Ob das aber auch wirklich stimmt, wird man kaum mit Sicherheit sagen können. Ich bin schon alt und kann mich nicht deiner Denkgeschwindigkeit anpassen. Auch habe ich nicht die Gabe, mit der gleichen Beweiskraft zu sprechen wie Anastasia, seufzte der Alte und fügte hinzu. Soll ich versuchen, es dir zu zeigen? Was zeigen? Ich werde jetzt versuchen, für eine kurze Weile die illusorische, leblose Hülle des Mädchens zu verdrängen und seine Seele zu befreien. Schau gut zu. Tun Sie das. Das rauchende Mädchen sprach in barschem, hochmütigem Ton mit ihrer Freundin. Der Alte beobachtete sie mit gespannter Aufmerksamkeit. Wenn ihre Blicke von ihrer Freundin auf einen Passanten abschweiften, folgten die Augen des Alten den ihren. Dann stand er auf, bedeutete mir, ihm zu folgen, und ging zu den Mädchen. Ich ging ihm nach. Einen halben Meter vor den Mädchen blieb er stehen und starrte die Rauchende unverwandt an. Das Mädchen drehte sich ihm zu, blies ihm provokativ eine Ladung Rauch ins Gesicht und sagte schnippisch: »Was willst du denn, Opa? Wohl am Betteln, was?« Der Alte hielt inne, anscheinend um sich von der Qualmwolke zu erholen, und sagte dann ruhig und einfühlsam: »Töchterchen, nimm die Zigarette besser in die rechte Hand. Es schickt sich nicht, sie in der linken zu halten.« Das Mädchen nahm ihre Zigarette folgsam in die rechte Hand. Was jedoch noch bemerkenswerter war, ihr Gesicht nahm völlig andere Züge an. Aller Hochmut war plötzlich gewichen. Auch hatte sie eine andere Körperhaltung angenommen. Kurzum, sie war wie verwandelt. Und in einem ganz anderen Ton sagte sie: »Ich werde mir Mühe geben, mein Herr.« »Es könnte dir nicht schaden, dein Kind zu gebären, Töchterchen. Das wird nicht leicht sein, ich bin allein.« »Keine Bange, er wird zu dir kommen. Geh nur und vergiss deine Hand nicht. Denk auch an dein Kind. Dann wird er zu dir kommen. Geh, Töchterchen, du musst dich beeilen.« »Ich gehe ja schon.« Sie machte ein paar Schritte, wandte sich um und rief ihrer verdutzten Freundin in ruhigem Ton zu:
nicht mehr gereizt wie zuvor. »Komm mit, Tanjetschka.« Die beiden gingen. »Nicht zu fassen. So könnten sie jede beliebige Frau bändigen«, sagte ich zu ihm, als wir uns wieder auf die Bank gesetzt hatten. »Hypnose hoch drei nenne ich sowas. Die reinste Magie.« »Das hat nichts mit Hypnose zu tun, Wladimir, und auch nichts mit Zauberei. Das ist nichts weiter als der aufmerksame Umgang mit dem Menschen, nicht mit einer künstlich geformten Maske, die den echten Menschen verhüllt. Der Mensch reagiert sofort und schöpft Kraft, wenn man sich direkt an ihn wendet und der illusorischen Maske keine Beachtung schenkt. Aber wie konnten sie den unsichtbaren Menschen hinter der sichtbaren Gestalt ausmachen? Das war ganz einfach, das versichere ich dir. Zuerst habe ich sie eine Weile beobachtet. Das Mädchen hielt die Zigarette in der linken Hand. Als sie in der Handtasche nach etwas suchte, tat sie das ebenfalls mit der linken Hand. Sie ist also Linkshänderin. Wenn ein kleines Kind den Löffel oder etwas anderes in der linken Hand hält, versuchen ihm die Eltern meist beizubringen, die rechte Hand zu benutzen. Das Mädchen hatte ein gutes Elternhaus. Das habe ich dem Blick entnommen, den sie einem vorbeigehenden Paar zuwarf, das ein kleines Mädchen an der Hand führte. Und so sprach ich mit ihr in einer Weise, wie wahrscheinlich ihre Eltern mit ihr in der Kindheit gesprochen hatten. Ich habe mich bemüht, den gleichen Tonfall zu treffen, in dem auch ihre Eltern mit ihr gesprochen haben dürften, als sie noch klein und unbefangen und noch nicht in dieser fremden Gestalt verschlossen war. Jenes ursprüngliche Mädchen, der echte Mensch in ihr, reagierte sofort. Und warum haben sie mit ihr über eine Art, über eine Geburt gesprochen? Sie ist schwanger, schon seit über einem Monat. Diese verfremdete Gestalt braucht kein Kind, aber der wahre Mensch in ihr will es auf jeden Fall. Jetzt werden die beiden einen inneren Zwist austragen, und der wahre Mensch in ihr wird siegen.